Herr Weißmann, der IT-Gipfel findet heute in der Arena in Berlin statt. Wie sind Sie genau auf die Location hier gekommen? Ja, der IT-Gipfel findet diesmal in Berlin statt, der Stadt der digitalen Kreativität. Und da lag es natürlich nahe, eine entsprechende Location zu finden. Und diese alte Industriehalle, in der früher große Personenbeförderungsbusse gewartet wurden, die hat sich gewandelt zu einem Zentrum der digitalen Kultur in Berlin. Und deswegen fanden wir, das ist die geeignete Location dafür. Inwiefern unterscheidet sich der Gipfel dieses Jahr denn von den Gipfeln des Vorjahres? Der IT-Gipfel in Berlin ist der erste Gipfel, der voll auf die Handlungsfelder der neuen digitalen Agenda ausgerichtet ist. Er tagt zum ersten Mal in seinen neuen Plattformen und er bringt das zusammen, was zusammengehört. Er wandelt sich von einem IT-Gipfel zu einem Digital-Gipfel. Wir haben erstmals neben der IT-Branche auch sehr prominent vertreten klassische Industriebranchen, die Dienstleistungsbranchen bis hin zur Kultur- und Kreativwirtschaft. Wir haben insgesamt dieses Jahr unter dem Motto innovativ, gemeinsam, leistungsstark über 1200 Experten hier versammelt, die verschiedenen Fragen der Digitalisierung und Vernetzung von Wirtschaft und Gesellschaft hier debattieren und konkrete Lösungen bringen können. Wie sieht Ihr Plan für den weiteren Ablauf aus? Was für Highlights können wir noch erwarten? Ja, heute ist erstmal ein Novum, dass wir diesmal den IT-Gipfel dieses Jahr zwei volle ganze Tage machen können. Am heutigen ersten Tag können die Gipfelplattformen ihre Ergebnisse und ihre Projekte vorstellen. Wir haben hier sehr interessante Projekte, zum Beispiel der Smart Factory für Sportschuhe, wo einzellos Dinge in Industrie 4.0-Technik gefertigt werden. Wir haben Wearables, die wir hier sehen können. Wir haben ein Programm für Start-up-Gründerinnen, die diskutieren können. Und wir haben erstmals auch das Thema Medienwirtschaft, digitaler Content hier auf dem IT-Gipfel sehr prominent vertreten. Vielen Dank für das Interview.